wir haben hier eine Kundgebung angemeldet für den öffentlichen Nahverkehr, sind hier mit einigen Menschen vor Ort. Die Polizei fängt jetzt an oder hat auch zum großen Teil schon Personalien aufgenommen, Menschen fotografiert. Es sieht aktuell so aus, dass wir hier auch nicht wegfahren können. Wir sind hier auf einem schmalen Weg. Da hinten steht Polizei mit einem Polizeiauto quer, lässt uns nicht durchfahren. Da vorne steht ein Polizeiauto quer und lässt uns nicht durchfahren. Das heißt, die Polizei setzt uns hier fest und ja, wir werden jetzt mal abwarten, was passiert. Also alle Teilnehmer, die hier waren, oder hier sind besser gesagt, inklusive JournalistInnen, da wurde die Personalien aufgenommen, die Menschen wurden fotografiert, teilweise quasi gegen ihren freiwilligen Willen. Ja. So sieht das aktuell aus. Wurde uns irgendwie vorgeworfen, im Zusammenhang mit dem System Change Camp in Hamburg zu stehen. Dann war noch die Rede von möglicher Gefahrenabwehr, wobei hier alles recht friedlich ist. Hier ist ein Feld und ein paar Windräder und ein Haus, also keine richtigen Gefahren vor Ort. Ja, also ich kann nicht erkennen, wo hier eine Gefahr drohen soll und auch wo von uns jetzt gerade eine Gefahr ausgehen soll. Hier ist eigentlich alles friedlich. Wir sind in einer entspannten, deeskalierenden Haltung und stehen hier eigentlich nur rum. Ich weiß nicht genau, was die Polizei sich vorstellt. Ich habe das Gefühl, sie wollen von allen die Personalien aufnehmen. Was sie danach geplant haben, weiß ich nicht. Also wir würden eigentlich gerne wegfahren. Das ist nämlich auch eine andere Kundgebung in Wilhelmshaven angemeldet. Da wurden wir aber bisher auch noch nicht hingelassen. Aber in Wilhelmshaven, vielleicht nochmal als positive News, wird gerade erfolgreich eine LNG-Baustelle von anderen AktivistInnen blockiert.